Es war ein besonderer Abend für ganz besondere Menschen. Bei der Ehrenamtsgala der Stadt Dorsten in der Aula der St. Ursula Realschule wurden auch in diesem Jahr Menschen geehrt, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich engagieren. Aus diesem Grunde machte sich die Stadt Dorsten auf die Suche nach genau solchen Menschen, die das höchste Gut, was es gibt, anderen Menschen schenken. Zeit. Und die auch noch gratis und mit viel Freude. Bürgermeister Lambert Lütkenhorst führte in gewohnter, launiger und humorvoller Art durch das fast vierstündige Programm. Auch für ihn sind diese engagierten Menschen aus der Stadt nicht wegzudenken. Ja, ich denke, es werden ganz viele Reden über das Ehrenamt gehalten. Vieles wird gesagt. Ich glaube, auch mit Blick auf das, was in dieser Stadt möglich ist, ohne das Ehrenamt in Dorsten, ohne das ehrenamtliche Engagement wäre unsere Stadt ärmer, es wäre vieles dunkel. Und insofern ist es wichtig, den Menschen heute Dankeschön zu sagen, fügte Bürgermeister Lütkenhorst hinzu. Den Sonderpreis 2014 erhielten für herausragendes kulturelles Engagement im Rahmen der Anstiftung zur Stadtentwicklung das Team Marion Taube, Dr. Reichling und Professor Dr. Springer. Ausgezeichnet wurden sie mit einer Medaille. Es ist noch keine Goldmedaille, es ist erstmal Silber. Ja, wir müssen ja noch mal steigern können. Diesen Ton kennt jeder, das Martinshorn der Feuerwehr. Auch hier gibt es Menschen wie Norbert Braun, der sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr einbringt. Seit 1970 ist der studierte Germanist dort Mitglied. Von 1991 bis 2006 war er stellvertretender Löschzugführer und viele Jahre in Holsterhausen tätig. Seit 30 Jahren ehrenamtlich für die Malteser tätig ist Cecilie Lippenis. Die 73-Jährige engagiert sich stark im Betreuungs- und Besuchsdienst und stellt sich als Betreuerin für Behindertenfreizeiten zur Verfügung. Aber nicht nur das, denn sie hilft auch alten Menschen in schwierigen Situationen ohne Abrechnungszettel. Begrüßt wurde Cecilie Lippenis auf der Bühne von Ursula Ansorge, die auch in diesem Jahr das große Bundesverdienstkreuz überreicht bekam. Eine weitere Ehrennadel überreicht bekam Christel Heike, die, wie sie selber sagt, genügend Zeit hat, Gutes zu tun. Christel Heike ist Leiterin der Blaudruckgruppe des Heimatvereins Lembeck. Sie ist aktiv in ihrem Kirchenkreis und organisiert darüber hinaus noch Kirchenkeller-Bekleidungsverkauf für Malawi. Die Nähmaschine rattert bei der 73-Jährigen rund um die Uhr. Nicht nur zu Hause, sondern auch mittlerweile im Werkraum des Heimathauses Wulfen. Aber auch für bedürftige Menschen ist sie aktiv und steht mittwochmorgens in der Kleiderkammer unter dem Turm von St. Matthäus und verkauft dort Bekleidung für Bedürftige. Untermalt wurde die Gala durch außergewöhnliche Musikerinnen und Musiker und Künstler sowie Schülerin der Musikschule Dorsten und der Rader Schützenkapelle.